Album des Monats im Januar 84, Fragezeichen. Größtes Fragezeichen, kann Nenas zweites Album den Übernachterfolg des Debüts aus dem Vorjahr noch toppen? Es ist in diesem ganzen Lied nicht ein einziges Mal das Wort Fragezeichen drin. Nein, warum? Das Fragezeichen steht nur dafür, dass ich finde, das Leben ist so lange interessant, solange man auf der Suche ist. Solange noch Fragen bleiben. Ja, Herr Fuchsberger, Nenas zweites Album Fragezeichen geht auch wieder auf die Eins, ist allerdings nicht ganz so erfolgreich wie ihr Debüt. Lass mich dein Pirat sein. Produziert in Berlin von Musikern, die aus Hagen stammen und weltberühmt sind. Und aus Münster kommt im selben Monat, im Januar 84, ein Song, der bald auch weltbekannt sein wird. Mit der Stimme des noch unbekannten Marian Gold. Ich arbeitete zu der Zeit in der Küche. Als Big in Japan dann rauskam, hat mich der Koch dann irgendwann rausgeschmissen aus der Küche mit den Worten: Alter, die haben dein Lied gerade schon wieder gespielt, du gehörst hier nicht mehr hin. Aus Hagen und Münster in die große, weite Welt. Das geht im Januar 84 auch aus Wanne-Eickel. Daher kommt einer, der heute im Fernsehen bei XY Verbrecherjagd und im Januar 84 in Budapest seinen größten sportlichen Erfolg feiert. Als Eiskunstlauf im Fernsehen noch ein Straßenfeger ist. Der Vize-Europameister, 25 Jahre alt, für den DSC Wanne-Eickel startet er. Rudi Zerne hier mit seinem Kurzprogramm. An dieser Stelle kürzen wir sein Kurzprogramm aus Zeitgründen lieber ab und blicken im Januar 84 voller Sorgen nach Amerika. Michael Jacksons hair catching fire during the filming of that Pepsi commercial. Bei einem Werbespot-Dreh springt ein Funke auf Michael Jackson über. Sein Haar fängt sofort Feuer. Krankenhaus, Schmerzmittel. Es soll der Moment sein, in dem der King of Pop von Medikamenten abhängig wird. Und in Boston präsentiert im selben Monat ein 28-jähriger Jungunternehmer zum pathetischen Sound von Vangelis den ersten Mikrocomputer mit grafischer Benutzeroberfläche. It is now 1984. Steve Jobs enthüllt im Januar 84 Apples nach der Apfelsorte Macintosh benannten Computer. Hello, I am Macintosh.